Ja, die gute Form, die Einladung der Jury, die Zusammenstellung, das ist jetzt übernommen worden von Stefan Kiegel, aber es gab da eine bestimmte Person, die hat das ziemlich lange gemacht. Die bitte ich jetzt einmal herunterzukommen. Herr, ich bitte immer mal bitte. Schon wieder. Applaus von Herrn. Der Stefan, muss man sagen, macht das heute euer erstes Jahr so richtig und unglaublicherweise, ich habe die Zahl letztens gehört, der Herrlich das erste Mal 1999, 25 Jahre vorher, die Jury eingeladen wird, bewertet, sich um alles gekümmert, oder? Das war alles so. Ja, und dafür möchten wir uns von der Innung recht herzlich bei dir bedanken mit einer Urkunde. Das kannst du gerne mal dir zeigen. Genau. Und du bekommst von uns, da musst du einfach ein bisschen warten, bis das über 20 Jahre als ein Whisky-Geschenk, einen regionalen, genau, aus Nürnberg, limitiert auf den Flaschen extra für dich. Und ja, vielen Dank für deine Arbeit. Hast du vielleicht noch eine Anekdote aus den letzten 25 Jahren? Oh, jetzt alles. Ich möchte mich bei den fast 30 Jurymitgliedern bedanken, die in den letzten 25 Jahren eine grandiose ehrenamtliche Arbeit für unser Handwerk geleistet haben. Bis heute ein echtes Dreamteam. Ich bedanke mich bei meinem heutigen Vorstand für die schöne Zusammenarbeit. Sie müssen wissen, dass diese Innung Nürnberger Land trotz aller Angebote und Drohungen der fast feindlichen Übernahme immer noch als kleine, eigenständige Innung besteht. Und zwar, weil wir uns für unsere Auszubildenden einsetzen. Deswegen ist es uns auch absolut unverständlich, dass es immer noch Betriebe gibt, die nicht in der Innung sind. Die Vorteile für unsere Lehrlinge sind kurze Anfahrten, persönliche Ansprechpartner und diese würdevolle und überschaubare Rahmen für die Freisprechung mit guter Frau. Das alles organisiert die Innung. Denn hätten wir, wie mehrfach dazu aufgefordert, dem Übernahmeangebot zugestimmt, müssten Sie jetzt knapp 100 statt 13 Gesellenstücke anschauen und eine ziemlich große Massenveranstaltung durchstehen. Hier ist es viel schöner und vor allem persönlich. Apropos persönlich, das mit dem Nachfolger von meinem Job im Innungsvorstand, das hat ja jetzt schon mal ganz gut geklappt. Jetzt suchen wir innerhalb der nächsten 10 Jahre noch eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger für die Möbelmacher. Auch wenn ich noch nicht in Joe Bidens Alter bin, halte ich es für meine Pflicht, für unser Team und unsere Kunden eine langfristige Zukunftsperspektive zu sehen, denn Zukunft ist eine der wichtigsten Kriterien der Verwaltung. Helfen Sie mit, dass diese Zukunft lebenswert bleibt, fördern Sie das ehrliche Handwerk, setzen Sie sich ein für unsere Demokratie und kämpfen Sie für Menschlichkeit. Auf den restlichen Seiten habe ich sämtliche Fehlleistungen unserer Jury aufgezeigt. Vielen Dank.